grüße euch. Wir wollen euch nichts tun, wir wollen nur vorbeigehen. Da kommt jetzt gerade der Hütehund raus. Angel, lass die Schafe. Die haben Angst. Jetzt suchen wir mal weiter den Weg, weil den haben wir jetzt hier verloren. Da oben schauen die Schafe wieder runter. Ja, naja. So würde ich auch gern leben. Es ist echt verrückt, wie das hier mit diesen verwüsteten Bäumen wild ausschaut. Hörst du auf, die Scheiße zu fressen? Das ist pfui. Such lieber mal den Weg. Geht der oben lang? Oh. Entschlossen, oder ich vielmehr, dass wir hier bleiben und nicht weiter marschieren, weil irgendwie haben wir den Weg verloren. Gab auch nirgendwo mehr Schilder. Der Trampelpfad hat dann hier bei den Schafen aufgehört. Den Weg wieder gefunden. Aber es wird heute trotzdem nichts mehr mit diesem Berg. Ist doch so weit weg. Wir laufen jetzt einfach noch mal ein Stückchen weiter. Gern schauen, wie es da ausschaut. And see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. See the moon side by side and through and through.
what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Nur wir zwei. Sind wir gleich am Fuß des Berges. Guffertstein oder Guffert-Isalm. Ich nenne den Berg immer Steinberg, weil er eben in Steinberg am Hofern ist und einfach auch schaut wie ein Steinberg. Schauen wir mal, wie es so unten noch ausschaut. Das ist immer das Gleiche. Ich laufe und laufe, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und dann muss ich die ganze Strecke wieder zurückwandern. Aber das ist einfach so schön. Es macht einfach so Freude. Da unten sind auf jeden Fall jede Menge Wegschilder. Mal gucken, was da noch so dran steht. Vielleicht auch zeitmäßig was. Bin gespannt. Oh Gott. Ich spam euch einfach immer wieder mit der Aussicht auf den gleichen Berg, auf den Guffert oder Steinberg. Ist doch geil, oder? Mal ernsthaft. Schreibt gerne mal was dazu in die Kommentare, ich freue mich. Erster Schilderpfahl, Abendstein, Kaiserhaus, ja, Rackstadtalm. Und hier sind wir hergekommen, vom Schneidjoch und von der Guffert-Hütte, unterhalb waren wir. Ja, also wenn wir Glück haben, wird es ein Rundweg, aber ich glaube es nicht. Und der zweite Schilderpfahl. Ach, guck mal, da steht noch mehr. Erzherzog Johann Klause, Rackstadt, das hatten wir gerade schon. Und hier ist weiter Richtung Steinberg und Stubachalm. Wenn wir Glück haben, Steinberg, Guffert, Guffertstein, Steinberg. Ja, so wie es ausschaut, führen alle Wege nach Steinberg. Zwei Wanderer. Jetzt sind wir nicht mehr allein.
Da drüben sind die verwilderten Bäume. Da waren wir gesessen. Dann sind wir da das ganze Stück rumgelaufen. Und dann hier runtergekommen. Ich liebe Ausblicke in die Ferne. Ich liebe es. Ich habe auch Spaß. Ja, du hast auch Spaß. Ja, du hast auch Spaß. Ich weiß. Ich weiß, du hast auch Spaß. Ja. So, wir hatten jetzt die lieben Wanderer getroffen. Zwei Herren, die waren sogar oben auf der Guffertspitze. Und die habe ich kurz gefragt, ob sie wissen, ob es da einen Rundweg gibt wieder zurück. Und ja, den gibt's, den laufen wir jetzt. Sowas ist immer am schönsten, wenn man dann einfach die Runde laufen kann und nicht retour muss. Dann sieht man nämlich wieder ein bisschen was anderes. Und man sieht die Berge, die Umgebung, die Natur aus einer anderen Perspektive. Ui, schöne Blümchen. Und da drüben sieht man nochmal die Wiese, wo wir Rast gemacht hatten, wo die wilden Schafe waren. Ah, herrlich. Hier könnte man bestimmt auch gut Wohnzeltplatz zum Übernachten finden. Sowas liebe ich ja auch, am Berg übernachten. Aber natürlich sich ordentlich benehmen, keine Spuren hinterlassen und die Umgebung nicht stören mit irgendwelchen wilden Aktionen. Das kommt ja leider ab und zu mal vor. Ja, Mausi, das ist super hier, oder? Ja. Ui, da ruft ein Murmeltier. Angel, lass die Murmeltiere leben. Er macht nichts mit Murmeltieren. Die ist nur neugierig. Mein Hund hat glücklicherweise keinen Jagdtrieb. Sie ist ein Hütehund. Aber sie ist natürlich neugierig, wenn sie ungewöhnliche Geräusche hört. Hallo, ihr Schmetterlinge. Ui, hier gibt es aber viele. Und noch ganz kleine. Ach, das ist super. Das hatte ich von da hinten, habe ich hier diese Wasserrinne gesehen von da gegenüber und dachte mir noch so, oh, da drüben müsste ein Weg sein, so wie es ausschaut. Und jetzt laufen wir hier. Ist das nicht witzig? Du nur trinken, Mausi. Wollte dich nicht stören. Hat jemand Durst? Thank you.
zu mir hergekommen. Das war jetzt gerade ein bisschen sehr abenteuerlich, aber ganz langsam und konzentriert ging es gut, Gott sei Dank. Ich hoffe, der Weg wird jetzt dann besser. Schaut schon so aus. Ja, schaut sehr gut aus. So gefällt es mir am besten. Bei dem anderen kickt mich so ein bisschen meine Höhenangst. Aber wenn man sich konzentriert, achtsam ist, geht es dann. Nur nichts überstürzen, übereilen. Bewusst den Fuß, Step für Step setzen und dann passt es. Hier sind schon wieder so schöne Blümchen. Super Maus. And see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Now the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Is bright. Das wohl mal für eine Hütte war. Hat sich die Natur wieder zurückgeholt. Spannend. Schmetterlinge.
Jetzt sind wir schon im Wald. Hier liegt noch ganz viel Laub vom letzten Jahr. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon vom Berg runter. Und die letzten paar Höhenmeter absolvieren wir jetzt noch. Und dann schauen wir mal, dass wir das Auto finden. Wo wir jetzt eigentlich bei dem Rundweg rauskommen, das weiß ich noch nicht. So ungefähr ja. Mal gucken, wie viel wir dann noch an der Straße zurücklegen müssen, um zum Auto zu kommen. Aber das wird schon funktionieren. Auf jeden Fall haben wir heute wieder eine gute Tour gemacht. Zwar kein Gipfel, aber so gigantische Aussicht, wie ihr gesehen habt. Und auf jeden Fall jede Menge Kilometer. Ich werde mal anfangen, die Touren wieder aufzuzeichnen. Aber mir sind wir am liebsten stressfrei, ohne irgendwelche Challenges dahinter. Wie viele Kilometer mache ich? Ach, eigentlich ist das uninteressant. Es geht um die Sache an sich. Und dass man entspannt dabei wieder runterkommt. Weg vom Alltag, Stress. Wahnsinn, verrückt, dass wir da oben waren. Komm weiter. Wow. Was für eine Wanderung. Wunderschön. Ja, jetzt fahren wir nach Hause.